Spieltag Nummer 20 in der Penny DEL Mannheim gegen den Tabellenletzten aus Augsburg. In der SAP Arena war Familientag angesagt. Mit dabei viel Aktion für Kids. Unter anderem durfte dieser Knirps die Starting Six vorlesen und wird diesen Moment wohl nicht vergessen. Ansonsten Mannheim mit Rückenwind und 4 Siegen aus den letzten 5 Spielen. Und in Augsburg das Gegenteil. Hier brennt der Baum nach zuletzt 8 Niederlagen in Serie. Hinein ins Spiel. Es entwickelte sich ein intensives Spiel mit leichtem Offensivübergewicht für Augsburg. Hier die erste Möglichkeit von Clark mit dieser Chance. Gut rausgespielt mit der Rückhand. Clark in Szene gesetzt. Und Arno Tiefensee mal wieder da mit der Fanghand. Sollte auch in diesem Spiel ein Faktor werden. Arno Tiefensee. Und Augsburg blieb weiter dran. Samuel Soramies, der ja in Mannheim das Eishockeyspiel gelernt hat, hier das DEL-Debüt auch gegeben hat, inzwischen bei Augsburg und auch demnächst beim Deutschlandcup aktiv mit der nächsten Möglichkeit. Dann auf der anderen Seite, erste Powerplay-Situation und beste Chance des Spiels bisher für Mannheims Tim Wohlgemuth, auch beim Deutschlandcup vertreten im Powerplay. Mehr ging aber erstmal nicht. Der Stuhl von Peter Russell wackelt derzeit gewaltig, die Diskussion um ihn aber als Tabellenletzter auch verständlich. Hinein in Drittel Nummer 2, weiterhin sehr stabil, beide Mannschaften, besonders in der Defensive, und das die bis dato beste Möglichkeit für Augsburg. Hier, Johnson macht das gut, spitzt die Scheibe da weg und dann ist es wieder Samuel Soramies, der auftaucht vor Tiefensee, aber es blieb weiterhin beim 0:0. Andere Seite, Mannheim in dieser Phase des Spiels etwas präsenter. Scheibeneroberung und dann ist es Thiel, der den Puck an den Pfosten knallt, nichts zu machen für Keller, gab da auch noch mal einen Videobeweis, aber On-Ice-Entscheidung blieb bestehen, kein Tor, 0:0 auch weiterhin. Und dann ist es Borna Rendulic alleine, Edeltechniker, zieht Richtung Slot und schießt und Keller und Safe und 0:0 auch weiterhin. Es ist ein 0:0-Spiel. Ja, von uns ist definitiv nicht gut genug, da muss mehr kommen. Wir brauchen mehr Zug zum Tor, wir müssen mehr Schüsse aufs Tor kriegen. Weniger, ja, wie gesagt, die Chancen abpassen. Aber auch ein Lob an Augsburg. Augsburg spielt es gut. Augsburg setzt uns unter Druck, aber wie gesagt, wir müssen konsequenter sein. Soweit die Zusammenfassung von Markus Eisenschmidt. Es entwickelte sich im dritten Drittel ein Kampfspiel. Beide Mannschaften kämpften aufopferungsvoll. Augsburg hier mit einer Möglichkeit. Länger, pincht von oben rein, wird angespielt von Brothers, der hier den Zweikampf gewinnt, macht alles wunderbar, aber das große Problem von Augsburg ist das Toreschießen in dieser Saison, die wenigsten der Liga, und hier zeigt sich halt auch warum. Auch danach Augsburg dran, Augsburg mit Möglichkeiten, das ist die größte des Spiels für Augsburg, aber es blieb weiter bei der Null. Samuel Soramies macht ein tolles Spiel, aber auch er nagelt diese Scheibe an den Pfosten und der Nachschuss wird auch nicht reingemacht. Schlussphase. Spannende Geschichte. Ein Spiel eben auf Messerschneide. Rendulic mit der Möglichkeit, dieses Spiel dann auf der anderen Seite zu entscheiden. Aber auch er lässt liegen. Markus Keller mit einem tollen Save. Allgemein ein Spiel für die Torhüter. Es ging in die Verlängerung. Und hier lassen wir ab Eröffnungsbully laufen. Denn das Spiel wurde ultraschnell entschieden. Ja, Augsburg noch im Vorcheck, dann zurückgelegt und Borna Rendulic mit Speed kommt da hier ins Bild geschossen. Augsburg überläuft da komplett und dann ist es die Entscheidung in der Overtime. Es war ein bisschen der Überraschungsmoment oder die Cleverness von Rendulic, der das Spiel erkennt, das Spiel liest, mit Speed kommt und Augsburg hier überläuft und dann klingelt hinter Markus Keller. Damit war das Spiel entschieden. Yeah, it wasn't our best game. We were pretty lousy, but we got the job done in the end. Ja, es war ein Kampf heute auf jeden Fall. Ich glaube, beide Mannschaften haben unglaublich gekämpft. Ja, und einfach wieder mal eine bittere Niederlage. Also, es bleibt dabei. Augsburg kämpft. Augsburg spielt gut mit und hat sogar wieder deutlich mehr Schüsse als der Gegner. Aber Augsburg trifft die Hütte nicht. Auf der anderen Seite Mannheim mit dem dritten Sieg. Solides Eishockey, das gezeigt wurde über 60 Minuten. 1:0 der Endstand. Mannheim-Augsburg. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.